Hallo mal wieder. Heute fühle ich mich in der Pflicht. Und zwar in der Pflicht nochmal die Wellenform anzusprechen von der Repulsine. Wir haben in der Schauberger Gruppe den Radix drin. Der hat jetzt seine Ferien dafür geopfert, eine Repulsinen-3D-Druckdatei nach der anderen rauszuhauen. Er träumt schon von dem Teil. Er sieht schon im Traum, wie das zu sein hat, und er möchte so, wenn es denn klappt, das gleich nutzen, um dann seine Facharbeit daraus zu machen. Und damit die Facharbeit richtig, richtig gut wird, fühle ich mich jetzt in der Pflicht. Ich bin zwar nicht so der Ordnungsfanatiker, aber wenn es um Perfektion geht, bin ich da schon, naja, also irgendwo bin ich da schon ein Perfektionist, deshalb kommt ja bei mir auch nie so richtig überall Ordnung rein, weil ich, wenn ich was aufräume, das richtig perfekt dann aufräume. Und bei der Facharbeit vom Radix liegt es mir auch am Herzen, dass die so perfekt wie möglich ist. Na? Ich meine, ich bin ja auch eher durch Zufall in dieses Repulsine-Thema reingestolpert. Von dem Viktor Schauberger habe ich vorher eigentlich noch nie was gehört, von dem habe ich das erste Mal so 2009 was gehört. Und dann bin ich ja durch Zufall zum Fritz gekommen. Und der stellt sich im Nachhinein raus, dass der Viktor ja so ähnlich heißt wie ich. Ich meine, von Thorsten Schauer zu Viktor Schauberger ist es nicht so weit entfernt. Ich bin aber nicht die Reinkarnation. Also ich kann mich jedenfalls an nichts erinnern. Ich meine, Nico hat ja schon jemanden gefunden, der da von sich behauptet, die Reinkarnation von Schauberg zu sein. Aber trotzdem gibt es da schon krasse Zufälle, weil 2 Monate, ne, war mal September, Oktober, November, Dezember, gut, 4 Monate. 4 Monate, nachdem der Viktor dann gestorben ist, ist meine Mama geboren. Im Dezember 1958. Und da war ich ja auch schon irgendwie in meiner Mama als Ei vorhanden. Ja, also wenn man so sieht, bin ich eigentlich kurz nachdem Viktor gegangen ist, in die Welt hier reingehauen wurden. Ne, die ersten Jahre natürlich im Bauch von meiner Mom und dann erst 1981 habe ich dann das Licht der Welt hier erblickt. Aber trotzdem finde ich diese Zufälle schon irgendwie crazy. Und deshalb liegt es mir jetzt ganz doll am Herzen, dass das hier alles funktioniert. Und ich glaube, früher war ja irgendwie so der Missing Link gewesen, dass der Viktor nicht die richtigen wissenschaftlichen Worte für das finden konnte, was er da eben herausgefunden hat. Und diese wissenschaftlichen Worte hat die Gabi Müller meines Erachtens jetzt gefunden. Deshalb hacke ich da jedes Mal drauf rum, wenn es um diese richtige Wellenform geht. Und ich glaube, ich habe jetzt die richtige Passage gefunden und die lese ich euch jetzt mal vor aus dem Werk von Gabi Müller über die Bewegungsform von Tornado- oder Torcado-Modellen, wie sie es hier beschreibt. Was ist ein Torcado? Das Wort Torcado ist abgeleitet von Tornado und bildet einen Überbegriff, der auch auf den Tornado als speziellen Torcado zutrifft. Was steckt dahinter? Es war nötig, ein neues Wort zu finden für eine universelle Bewegungsform, die sich auf allen Strukturebenen unseres Universums wiederfindet. Es gibt im Grunde keine geradlinige Bewegung. Jede Bewegung ist, bei genauer Betrachtung, zum einen Teil eines torcadoförmigen Umlaufs und zum anderen zusammengesetzt aus mikroskopisch kleinen torcadoförmigen Vibrationen, die ihrerseits immer wieder fraktal aus Torcados zusammengesetzt sind. Diese Bewegungsform ist zur dauerhaften Erhaltung der jeweiligen Struktur notwendig. Mit ihr wird Energie aus dem übergeordneten System hereingepumpt, die die dissipativen Verluste ersetzt. Das bisherige Wissen über dreidimensionale Bewegungen, und man weiß, dass alles vibriert, geht davon aus, dass sich transversale und longitudinale Schwingungen überlagern, beide in etwa sinusförmig. Ohne die Vorwärtsbewegung wäre das Schwingen am Ort etwa doppelt kreisförmig elliptisch, also ellipsoidförmig, im Sonderfall linear polarisiert. Der Fehler beim bisherigen Schwingungskonzept ist, dass man eigenstabile Schwingkörper annimmt, die einfach da sind, die auch ohne Schwingung verlustlos existieren. Keine Schwingungsebene kann sich auf Dauer selbst erhalten, wenn sie keinen Energienachschub erhält.
Das gilt auch für die atomare, molekulare oder planetare Ebene, um deren Schwingungsstabilität wir uns im Allgemeinen nicht zu kümmern brauchen. Ein Hurrikan oder Tornado als Studienbeispiel zeigt bereits das Grundprinzip. Auch das Verhalten von Wasser in den Flüssen und Bächen und besonders deutlich wird es in künstlich gebauten Maschinen, die diese Schwingungs-Selbsterhaltung nutzen, wie etwa das Wirtgetriebe, das ja bekanntlich mit Overunity arbeitet. Hier gehen schöne Grüße raus an DABAC oder wie du heißt. Du weißt, wen ich meine aus der Gruppe. Der arbeitet da nämlich gerade dran. Die eingeflossene Energie in solch ein asymmetrisch rotierendes System kommt natürlich nicht aus dem Nichts. Es sind Energien aus den Schwingungen, in Klammern Torquados, des eingebetteten Systems, also die des Planeten Erde. Jetzt ist zum ersten Mal das Wort asymmetrisch rotierendes System gefallen. Genau das ist der Torquado. Er ist nicht einfach eine räumlich geschlossene Spirale mit pulsierendem Radius. Dies würde bereits auf eine beliebige Torusspirale zutreffen. Ganz wichtig ist, dass diese Radienpulsation nicht sinusförmig ist und dass sie auch zeitlich nicht symmetrisch ist. Damit erhält die Schwingung eine Pumpwirkung. Über den gleichen Sog und Druck kann sich das System auch vorwärts bewegen. Auf diese Weise müssen alle Schwingungen in allen Systemen und Hierarchien unsymmetrisch sein und können deshalb auch gegenseitig angezapft werden, indem die eine oder die andere dichte Schwingungshalbwelle einem Tochtersystem als Nahrung dient. Das Tochtersystem schwingt resonant im gleichen Takt und macht sich bei der ungünstigen Halbwelle dicht, wie ein Ventil oder eine Diode. Oft genügt es, diese Halbwelle zu schneiden, sich zusammenzuziehen, also Teilchenzustand, um mit ihr weniger zu interagieren als mit der energiespendenden Halbwelle, die im ausgebreiteten Wellenzustand empfangen wird. So wie die Goldmarie unter dem Torbogen ihre Schürze ausbreitet, um das herabgefallene Gold einzufangen.